Herzlich willkommen zu unserem Arctic Air Anwendervideo. Hier erfahren Sie, wie Arctic Air richtig angewendet wird und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. In der Verpackung finden Sie das Gerät inklusive der Betriebsanleitung. Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Betriebsanleitung gründlich zu lesen. Als erstes achten Sie bitte darauf, Arctic Air auf ebenen Flächen zu verwenden, da es sonst zu Wasserverlust kommen kann und der Filter dadurch nicht richtig mit Wasser versorgt werden könnte. Jetzt können Sie den Wassertank öffnen und Ihren Arctic Air mit Wasser befüllen. Wir empfehlen dafür einen Krug oder Messbecher. Lassen Sie vor dem Gebrauch den Filter mindestens 3 Minuten lang Wasser aufnehmen. Somit sorgen Sie schneller für kühle Luft. Je kälter das Wasser ist, umso kühler die Luft, die Arctic Air ausströmt. Daher empfehlen wir, kaltes Wasser direkt in den Wassertank zu geben. Ein guter Tipp: Geben Sie bei Bedarf Eiswürfel in den Wassertank, das sorgt für noch schnellere Kühlung. Um mit dem Gerät den besten Effekt zu erzielen, stellen Sie es in Ihrer unmittelbaren Umgebung auf. Dies sollte nicht weiter als ca. 2 Meter entfernt sein. Als nächstes stecken Sie das Netzteil an die Steckdose oder das breitere USB-Ende an den Computer oder an eine mobile Powerbank. Das schmälere Kabelende wird ganz einfach an die Anschlussbuchse des Arctic Air gesteckt. Jetzt ist das Gerät einsatzbereit. Zum Einschalten des Arctic Air einfach den Ein-Ausschalter betätigen. Nun können Sie die Geschwindigkeit des Ventilators durch Betätigen des Schalters einstellen. Sie haben die Wahl zwischen niedrig, mittel und hoch. Die Anzeigeleuchten neben dem Schalter zeigen Ihnen, bei welcher Geschwindigkeit der Arctic Air aktuell läuft. Sie können ebenfalls verschiedene Lichtfarben durch Betätigen des Schalters wählen. Es gibt 7 unterschiedliche konstante Farben oder einen Farbwechselmodus. Wenn Sie keine Beleuchtung wünschen, drücken Sie alle Farben einmal durch, bis das Licht erlischt. Zusätzlich können Sie die Gebläserichtung individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Zum Ausschalten drücken Sie wieder auf den Ein-Ausschalter. Wir empfehlen, Arctic Air vor dem Ausschalten mindestens 10 bis 20 Minuten mit leerem Wassertank im höchsten Modus laufen zu lassen, damit er trocknen kann. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Sie Arctic Air anschließend einige Tage nicht mehr nutzen werden. Der Wasserfilter sollte alle 6 Monate ausgewechselt werden, beziehungsweise dann, wenn Sie den Eindruck haben, dass er nicht so funktioniert, wie er sollte. Beim Filterwechsel achten Sie bitte darauf, Arctic Air von der Stromversorgung zu trennen. Danach die Entriegelung unten am vorderen Luftauslass leicht eindrücken und den Luftauslass nach unten vom Gerät wegziehen. Jetzt können Sie ganz einfach den Filter komplett aus dem Gerät ziehen und anschließend den neuen Filter einlegen, dabei den Markierungen am Filter folgen. Zum Schluss den oberen Zapfen des vorderen Luftauslasses in die Öffnung stecken und die Verriegelung wieder richtig einrasten. Wir empfehlen außerdem, den Wassertank des Gerätes einmal pro Woche mit einem nicht scheuernden Tuch zu reinigen und bei sehr kalkhaltigem Wasser regelmäßig zu entkalken. Mediashop-Tipps: Stellen Sie Arctic Air auf eine erhöhte Fläche, wie Esstisch, Schreibtisch oder eine Anrichte. Die Kühlung wird verstärkt, wenn Sie entweder sehr kaltes Wasser oder Eiswürfel direkt in den Wassertank geben. Den besten Effekt spüren Sie, wenn Sie direkt vor dem Gerät sitzen. Mit einer Füllung läuft Arctic Air auf niedrigster Stufe rund 8 Stunden lang. Auch wenn der Wassertank schon leer ist, bleibt der Filter feucht und Arctic Air kühlt weiter. Ist der Wasserstand zu niedrig, blinkt der Behälter alle 60 Sekunden dreimal gelb. Nach dem Befüllen leuchtet das Licht wieder normal. Wichtige Punkte sind zu beachten. Solange Arctic Air mit Wasser befüllt ist, tragen Sie ihn nur vorsichtig von Raum zu Raum. Es könnte auch noch etwas Wasser im Gerät sein, wenn der Tank schon leer ist. Die Auslässe an der Vorder- und Rückseite des Gerätes bitte nicht verstopfen. Keine Gegenstände auf den Arctic Air stellen. Und das Gerät nicht kopfüber aufstellen. Und nun wünschen wir Ihnen viel Freude, einen kühlen Kopf und eine angenehme Wohlfühltemperatur mit Ihrem Arctic Air. Wir hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop-Team.